was das wohl bloß ist, das klären wir in dieser Ausgabe. Kommt mal mit! Aha, so sieht das Ganze also verpackt aus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen, sensationellen Ausgabe von Tiny Tommy. Heute möchte ich euch mal ein cooles Spiel vorstellen. Das Ganze nennt sich Bleib Cool, ist von Hasbro und ich habe dafür sensationelle 8,99 € bezahlt bei Tiki Max. So sieht das Ganze aus von der Vorderseite und so von der Rückseite. Bei diesem Spiel muss man Ruhe bewahren. Man bekommt so ein Teil auf den Kopf geschnallt und dann muss der Freund oder die Freundin oder der Kollege versuchen, dich abzulenken, und wenn es umso höher das steigt, umso wahrscheinlicher ist es, dass ihr gleich verlieren werdet. So ungefähr soll das funktionieren. Ich weiß es auch noch nicht ganz genau. Lasst uns das Ding erstmal auseinander aufmachen und mal gucken, was da so drin sich befindet. Und ich habe mich schon gefragt, wie das Ding heißt. Das heißt Kulometer. Nee, Kulometer sozusagen. So sieht das Teil übrigens fertig ausgepackt aus. Das müssen wir nachher auf die Stirn packen. Und hier oben den Startkopf drücken. Hier kommen übrigens noch 3 AA-Batterien rein. Es wurde zusätzlich noch 3 Würfel mitgewürfelt. Also ihr könnt auch mit 2 bis 5 Spielern spielen. Man würfelt also quasi und dann muss man eine von diesen Aktionen ausführen. Also derjenige, der das Ding hat, muss versuchen still zu sitzen. Hier zum Beispiel macht Grimassen. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Ja. Hier, sei ein Roboter, verwende etwas, was gibt's noch, tanzt, jodeln, sei ein Tier, turne. Also diese Aktionen können die Mitspieler anwenden, um den Spieler abzulenken, der dieses Teil auf dem Kopf hat. So, wir wollen das Ganze jetzt mal anschalten, hier einfach drauf drücken. Und jetzt fängt er an quasi zu messen und zu kalibrieren. Wie heißt das? Kalibrieren, genau. Jetzt hat man das auf dem Kopf und wenn er anfängt, dann die Stirn zu finden, dann kann man loslegen. Das Ganze dauert ungefähr 30 Sekunden und ist ja jetzt klar, wir haben es jetzt nicht auf dem Kopf, also wird er nichts finden. Dann lasst uns das mal Ganze ausprobieren, machen wir einen kleinen Wechsel und dann, ja, bis gleich. So sieht das Ganze jetzt fertig fest montiert aus. Ich glaube, er hat mich jetzt gefunden und jetzt muss man quasi Ruhe bewahren. Ich hätte jetzt gewonnen, weil er innerhalb von 30 Sekunden nicht hochgestiegen ist. Das Ganze versuchen wir jetzt nochmal. So, und auf geht's. Jetzt, wenn ich mich jetzt bewegen würde oder Stress machen würde. Anscheinend muss ich doch das gleich mal ohne Maske machen. 30 Sekunden, wie gesagt. Wenn da nichts passiert, hat derjenige einen Punkt, wenn das Teil nicht steigen sollte. Okay. Probieren wir das Ganze mal ohne Maske aus, mal sehen, ob das gleich besser funktioniert. Neue Kalibrierung läuft. So, jetzt hat er mich gefunden. Mal gucken, ob es jetzt besser funktioniert. Und wie ihr sehen könnt, es funktioniert. Jetzt hätte ich verloren und die Mitspieler hätten einen Punkt bekommen und ich bekomme 0 Punkte. Wir versuchen das Ganze nochmal.
hier oben einfach wieder drauf drücken, um das Ganze zu kalibrieren. Jetzt sucht er quasi wieder meinen Kopf. So, jetzt heißt es Ruhe bewahren, 30 Sekunden. Mal gucken. Jetzt hätte ich nämlich gewonnen, ohne mich zu erschrecken oder dass ich irgendwas gemacht hätte. Ein Punkt für mich. So sieht das übrigens im Dunkeln aus. Also richtig cool, wie ich finde. Also von den Farben und von den LED-Effekten richtig stylisch. Man kann das auch zuhalten und dann kann man das für was anderes zum Beispiel verwenden. Ja, meine lieben Freunde, jetzt kommen wir zu meinem allseits beliebten Fazit. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Wie ihr gesehen habt, sobald man sich bewegt, fängt das Ding immer an, höher auszuschlagen. So als lustiges Partyspiel durchaus empfehlenswert. Man kann das ja auch mit ein paar kurzen spielen. Also nicht mit ein paar kurzen, sondern ein paar anderen kurzen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Ganze kostet... Ja, um 8,99 hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich werde euch den Link natürlich wieder in die Textbox reinpacken. Und wenn ihr noch welche Fragen haben solltet, schreibt es gerne rein. Also vom Optischen her ist es sehr gut gelungen. Und ach, was ich vergessen habe zu erwähnen, ihr könnt das auch problemlos an jeden Kopf ranpacken. So lässt sich das Ganze verstellen. Ihr müsst einfach nur hier den entsprechenden Grad einstellen und dann klick. Und dann könnt ihr es auf den Kopf ziehen. Hier ist übrigens das Pulsmessgerät. Steht übrigens auch nochmal in der Bedienungsanleitung drin. Ist nichts Richtiges zum Messen. Sehr lustig auf jeden Fall. Ja, meine Freunde, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Wir sehen uns demnächst wieder, wenn es heißt Tiny Tommy, bleib cool.